Michel Guyot, der Begründer des Projekts, hatte seit den 70er Jahren bei der Restaurierung von Schlössern und Burgen in der Region Erfahrung gesammelt. Mit der Burg Guédelon setzt er einen lang gehegten Traum um. Nach längerer Suche nach einem geeigneten Platz, an dem ausreichend Baumaterialien wie Stein, Holz und Wasser zur Verfügung stehen würden, begann man 1997 in einem stillgelegten Steinbruch mit dem Bau. Nach und nach begannen Wissenschaftler der verschiedensten Bereiche, sich für dieses Projekt zu interessieren. So erhielt das Projekt eine Begleitung von Kultur-, Bau- und Kunsthistorikern, Architekten und Archäologen. C'est la coupée en deux. Et au milieu, il y avait une veine qui plongeait. Et... Ah ouais, il y a une veine. Et là, toutes les pierres, vous les prenez sur le site là-dedans. Là, c'est ça. Ouais, ouais. Ouais, à bientôt. Also... Der Steinhauer macht das jetzt so, dass er zwei, drei Löcher in einer Linie schlägt mit kleinen Meißeln und dann entlang dieser Linie den Stein spaltet. And how deep must this hole be? It's for like for oh yeah, 10 centimeters ouais, about yeah. About one. Yeah, c'est about pas sûr qu'elle casse droite. Yeah. C'est ça le pire. Yeah. Il faut recommencer. Yeah. Mm-hmm. Boulot que vous avez utilisé. Voilà, c'est ça. Après, on va voir comment elle casse. Ouais. Et selon comment elle casse, après, bon, nous, on les dégrossit. Ouais. Et après, le maçon, il reprend pour savoir après lui qu'est-ce qu'il fait avec. Ah oui, je viens voir. Okay. Là, je peux la mettre là. Nous, on lui amène en bas, là-bas, en bas de la cage. Die Burgen nach philippischer Architektur haben folgende Charakteristika: einen rechteckigen Grundriss, hohe Schildmauern, deren unterste Bereiche oft angeschrägt sind und in einem Trockengraben stehen, das Burgtor mit den beiden Wehrtürmen, zylindrische Ecktürme mit einfachen, wechselständigen Schießscharten auf verschiedenen Niveaus, einen Kapellenturm und einen höheren und mächtigeren Hauptturm, den Bergfried, dazwischen das sogenannte Châtelet, also ein kleines Quartier für Soldaten, benannt nach dem lateinischen Begriff Castrum, und einen Schachtbrunnen im Burghof. Sämtliche Werkzeuge und Hilfsmittel wie Tretkräne, Leergerüste und Gewölbeschalungen werden auf der Baustelle selbst hergestellt. Transporte werden mit großrädigen Pferdekarren bewerkstelligt. Non,
Der Moulin ist ein Moulin von der 12. Jahrhundert. Ja. Aber jetzt in Gedlon, er ist nur 5 Jahre alt. Mhm. Ja. Und es ist eine archäologische Forschung, der hat uns interessieren, um zu bauen eine Mühle wie ja. in der 12. Jahrhundert. Okay, normalerweise, wenn es gibt Wasser, der Wasser macht ein Tor auf dem Rad und unter der Mühle gibt es einen Baum und noch zwei Rads. Und was ist wichtig, ist, die große Stein dreht sich. Ja, was ist wichtig, ist, dass Mehl kommt. Durch den Trichter auf den Stein. Ja. Ja, durch den Trichter. Es gibt zwei Steine. Ja. Eine, die kommt, die Fly, ja. und eine, die bleibt. Unter der Leitung von Michel Guillot arbeiten 50 vollberufliche Arbeiter und in der Hauptsaison bis zu 16 Freiwillige.